Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket Racing. Im Video heute gucke ich mir mal von Nutzern generierte Maps an, weil die gibt es jetzt. Also ich habe die erst lange gesucht, aber es lag halt daran, dass ich mich halt bei Fortnite nicht auskenne. Aber wenn man hier runter scrollt, dann hat man hier unten den Punkt Rocket Racing. Und da sind dann Maps, die von Fans gemacht wurden. Man kann auch selber Maps erstellen, ist doch wohl gar nicht so kompliziert, zumindest das Grundprinzip davon. Und ich gucke mir heute die beliebtesten an. Da haben wir einmal hier eine Stunt-Map. Und einfach nur mal gucken, was es so schon alles gibt, weil ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge. Da wird noch viel dazukommen. Ich habe übrigens auch eine Seite gefunden, vielleicht verlinke ich die euch mal, wo alle Mechaniken von Rocket Racing erklärt wurden. Das war ja so ein bisschen schwer. Zum Beispiel der Magnetflip wurde mir auch in den Kommentaren versucht zu erklären, wie der geht. Hätte ich auch gegen andere spielen, also nicht nur gegen Freunde, sondern halt generell in einer Open Lobby. Wow, 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 was haben wir hier? Hoppala. Weiß nicht, ob das so gemacht ist, dass man da oben sein soll, aber ist egal. Oh Gott. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an die Maps aus GTA. In GTA gab es ja auch viele Custom Maps, die ähnlich aufgebaut waren. Das ist im Grunde das ähnliche Prinzip, ne? Okay, ich hab nur Anlauf genommen. Okay, ich booste mal hier hoch. Falls ihr bei der neuen Seite dürft uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben nämlich überhaupt abonniert. Und ich mache auch gleich noch normale Rennen. Ich wollte mir das Feature nur auf jeden Fall mal angucken. Ich hätte auch gedacht, man spielt das online auch zu 100% gegen andere. Lang wirkt die Map aber, ne? Ich bin noch in Runde 1. Ich bin jetzt schon irgendwie 2 Minuten gefahren. Hä, die Map ist... Okay, Kritikpunkt. Die Map ist interessant, aber viel zu lang. Ich bin immer noch in Runde 1. Ich finde, die Map nutzt auch nicht so richtig die Mechanik. Sorry, ich gehe raus. Ist mir zu lang. Ist mir zu lang. Ich würde dir auch keinen Daumen nach oben geben, ehrlich gesagt. Es ist die beliebteste Map, aber ich finde die zu lang. Und ich finde, die nutzt zu wenig die Rocket Racing Mechaniken. Let's go. Rainbow Road. Wir, oh Gott. Das ist trippy. Wir kochen. Ich weiß jetzt nicht, wie detailgetreu das nachgebaut wurde. Aber es sieht sehr, sehr wild aus, auf jeden Fall. Wow, okay, es sieht richtig wild aus. Okay. Aber es ist fast noch zu nett eigentlich, ne, mit den Banden hier. Weil man kann ja nicht von der Map fallen. Jetzt auch wieder gleich der Check. Ist die Map zu lang? Ist sie zu kurz? Ich freue mich ehrlich gesagt mehr auf Maps, die wirklich mehr auch die Spielmechanik von Rocket Racing benutzen. Halt, dass du an der Decke fahren kannst, dass du fliegen kannst, so gesehen. Aber halt in einem Mix, der richtig ist. Dass es Driften gibt, was wichtig ist, Drift Carry wichtig ist. Das ist jetzt einfach sehr... 5 Runden, ja, mache ich nicht. Mache ich nicht. Ist die Rainbow Road optisch cool? Spielerisch aber tatsächlich fand ich beide bis jetzt ein bisschen langweilig, die ich mir angeguckt habe. Wenn ich jetzt hochgucke, sehe ich eine Menge. Oh, nee, nicht so ganz. Okay. Ich hoffe auch hier, dass das ein bisschen schwerer ist. Und auch wirklich, ne, die Spielmechaniken benutzt. Wenn es einfach jetzt eine Rennstrecke ist, die nach oben geht, fände ich das wiederum ein bisschen lame. Also die Level, die es bis jetzt gibt, ich klinge negativ, aber ich bin nicht so begeistert bis jetzt davon. Ich finde, du hättest Bestand jetzt schon viel mehr rausholen können. Feature ist natürlich noch nicht so lange draußen, deswegen die richtig guten Level... Das wird jetzt noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis die rauskommen. Aber erster Eindruck ist, ist auch einfach jetzt hier eine gerade Strecke für 1000 Jahre. Scheint hier nach oben zu fahren, es scheint hier immer höher zu werden. Aber da hätte ich mir auch zum Beispiel eher was vorgestellt, was halt so ein bisschen Jump-and-Run-mäßig ist. Es wäre ja gut dafür gemacht, für ein Only-Climb-Level, weil du kannst ja nicht ewig fliegen. Da ist was machbar für ein Only-Climb-Level. Aber hier fährst du einfach nur... Also ganz ehrlich, ich habe mir das angeguckt, 15 Minuten, und ich habe schon genug gesehen. Und das ist traurig, aber keine Leute, die Maps gemacht haben, die nutzen so richtig die Spielmechanik. Oder haben wirklich Ball-Knowledge über Rocket Racing, weil du hättest so viel mehr damit machen können. Er sagt jetzt, Bardo, mach das doch selber, vielleicht mache ich das. Okay, nach 5 Minuten Wartezeit habe ich jetzt eine Ranked Lobby. Nutzerlevel sind halt bis jetzt erstmal nur immer eine Idee. Eine Idee, ein GTA-Level nachzumachen, okay, aber halt viel zu lang. Und nutzt überhaupt nicht die kreativen Möglichkeiten, die du halt hast, wenn du Rocket Racing hast. Es hätte auch genauso gut irgendein anderes Rennspiel sein können. Und zum Beispiel, was du auch machen könntest, wenn du das machen willst, dann mach doch wirklich ein insanes Geschwindigkeitsgefühl, in dem du noch mehr Boostfelder überall hinmachst. Also die Leute könnten viel mehr eskalieren, entweder mit Boostfeldern oder halt mit den Mechaniken, die du im Spiel anwenden kannst. Ja, und die Level, die richtige Rennlevel sein wollen, die sind vom Geschwindigkeitsgefühl nicht ansatzweise so gut wie jetzt halt ein richtiges Level. Hoppala. Ist nicht genug, den ich wollte, aber funktioniert, ist okay. Oh. Ist nicht angedockt. Okay, cool. Und das auch nicht, weil ich hier die Rennen schon ein bisschen mehr kenne und mehr gefahren bin. Das ist einfach beste gemacht, die Rennstrecken. Ist ja auch okay. Also,
da haben ja Leute dran gearbeitet, die das für Geld gekriegt haben. Da darf man ja schon erwarten, dass die auch besser sind. Es ist halt nur krass, wie sehr krass die besser sind. Das ist halt das, was mich ein bisschen irritiert. Oh Gott, zu schnell. Okay, ich bin im Plusbereich irgendwo. Ich gucke mir gleich vielleicht gerne nochmal eine an, aber ich bin einfach Stand jetzt nicht überzeugt von den nutzergenerierten Leveln. Und wenn die keiner spielen wird, liegt es auch nicht daran, weil kein Interesse daran ist an Nutzerleveln, sondern einfach, weil die nicht so richtig gut sind, Stand jetzt. So, ich kann einen insane Schlusssprint hinlegen, glaube ich. Ich müsste mich, glaube ich, dreimal boosten können im Schlusssprint. So. Okay, ah, ärgerlich. Ärgerlich. Knapp, fast dreimal, aber ist okay. Na, mit einem guten Schlusssprint kann man immer noch Dinge rausholen. Würde mich interessieren, wie viele Leute im höchsten Rang sind. Und ja, Season geht auch noch 2 Wochen. Okay, andere Map. Mega-Rampe. Ich erwarte jetzt was Krasses. Ich erwarte jetzt, dass ich eine Rampe hochfahre und dann 3000 Boostfelder back-to-back habe. Wenn das nicht passiert, dann bin ich enttäuscht. Wenn ich einfach nur hier irgendwo hochfahre. Slow, okay. Warte, warum slow? Ich kann doch einfach noch den Move nach unten machen. Oh, das ist die Rampe. Oh mein Gott. Okay, go. Von wegen slow. Speed. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Mehr. Na, das war's schon? Ey, ganz ehrlich, die Map-Ersteller, die sind noch zu vorsichtig. Viel zu vorsichtig. Du könntest meiner Meinung nach, oder müsstest meiner Meinung nach, so viel mehr abgehen. So viel mehr, also, die wollten das natürlich auch noch ein bisschen skillig behalten, dass halt Skill entscheidet, wer besser ist auf der Map. Aber mach doch von mir aus noch einfach doppelt so viele Boostfelder überall hin. Meiner Meinung nach. Ihr seid viel zu vorsichtig. Und wenn es ein Limit gibt, wie viele Boostfelder du machen kannst, dann mach für den Weg nach oben von mir aus keine Boostfelder. Braucht eh kein Mensch. Aber beim Weg nach unten, mach da viel mehr hin. Das ist einfach viel zu vorsichtig. Hui. Ist auch ganz lustig. Okay. Richtige Map, richtiges Geschwindigkeitsgefühl. Ich mach mal eine Ansage. Ich werde Erster. Ist nicht eine meiner starken Maps, aber ich werde Erster. Hier übrigens bei diesem Kopf kann man den Magnetflip machen. Wenn man das Timing richtig hittet. Also das ist theoretisch machbar. Jetzt habe ich übrigens da nicht geboostet und den Jump gemacht. Ich habe jetzt viel zu viel Boost über. Gut, da gegen 900 kann man einfach ins Nichts. Aber wenn du das halt richtig machst, dann lockt der halt so ein bisschen den Kopf an. Ne, Magnetflip ist auf jeden Fall aktuell die skilligste Mechanik in Rocket League, die du lernen kannst. Das ist scheiße. Ne, aber um den Magnetflip in meinen eigenen Worten zu erklären, du machst halt einen Flip und während du den Flip machst, visiert dein Auto ein Objekt an, was eigentlich weiter hinten steht. Und da wirst du halt wirklich wie mit so einem Magneten irgendwo angezogen und kriegst einen Speedboost. Es ist wirklich schwer zu erklären, wenn man drüber nachdenkt, weil es ist jetzt nicht irgendeine extra Mechanik, wo du was machen musst, und einfach halt, es ist eher so eine Timing-Frage. Oh, sehr gut, vorher noch gesucht. Ey, Siebter, dafür, dass ich so scheiße gefahren bin, ist es okay. Seien es wieder für. Okay. Okay, aber der Beginn, mit dem Feuer zumindest, wirkt nach jemandem, der schon ein bisschen was gespielt hat in Sachen Rocket Racing. Also, Stand jetzt wirkt es nach einer normalen Map einfach. Du musst Feuer ausweichen, du musst so ein bisschen Timing haben beim Drift. Auch wenn viele Leute das Feuer nicht mögen. Der Anfang wirkte erstmal legit. Aber ich habe so viel Zeit, das schaffe ich doch locker in 7 Minuten. Was auch immer da kommt. So, das war jetzt übrigens der Slingshot, das war eine Mechanik, die ich angewandt habe. Ich kannte die schon vorher, aber ich wusste den Namen nicht dafür. Das ist, wenn du an der Decke bist und deine Nase nach links richtest oder halt nach rechts und in die entgegengesetzte Richtung flippst, dann kriegst du einen kleinen Speedboost. Also du musst an der Decke sein, nach rechts driften und dann den Flip nach links machen. Dann wirst du so ein bisschen wirklich wie von der Slingshot rausgeheatet. Die KMH-Anzeige geht nicht hoch, aber du wirst wirklich schneller. Oh, das war schon die Runde. Oh, das war's schon. Okay, das jetzt aber war die beste Map, die ich bis jetzt gespielt habe. Weil es hat sich nach einer richtigen Map angefühlt. Es gab Stellen, wo du auch Spielmechaniken benutzen konntest. Das war die beste Map bis jetzt. Also ich habe Hoffnung. Oh, okay. Gut. Hier gibt es auch eine Stelle, wo du Magnetflip machen kannst. Vielleicht kriege ich das hin. Das ist wohl eine Abkürzung. Also jetzt nicht nur die Schlossabkürzung, sondern es gibt hier nochmal eine andere Abkürzung. Ah, okay, das ist schon mal kacke. So. Ja, aber Schlossabkürzung mitgenommen.
So, und zwar... Ich glaube, ich habe es nicht ganz hingekriegt, aber wenn du da auf jeden Fall in der Nähe springst, statt halt ganz normal die Strecke zu fahren, dann kriegst du dabei schnell den Speedboost. Ich weiß auch nicht mehr, was waren meine guten Zeiten hier. Weil vielleicht kann ich es jetzt schlagen. Ich bin ja ein bisschen besser geworden, seit ich das letzte Mal viel gespielt habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Zeit schlage. So. Jo, zweites Mal Schlosserkürzung mitgenommen. Chillig. Leider da so viel Speed verloren. Nee. Weil dann lockt er halt irgendeinen Baum oder ich glaube einen Hügel an. Weiß ich gar nicht mehr ganz genau, aber... Ist jetzt ein cleanes Rennen. Bin ein gutes Stück schneller als alle anderen. Das heißt, es wäre weise, jetzt nicht die Schlossabkürzung zu nehmen, weil da kann ich kaputt gehen. Wenn ich clean fahre, werde ich wahrscheinlich halt trotzdem Erster, aber ist egal, ich nehme trotzdem Schlossabkürzung. Warum nicht? Das ist lustiger. Okay, kein Boost mehr mitkriegt, aber trotzdem, ist ja trotzdem eine Abkürzung, trotzdem. Nehme ich mit. Macht nur, dass ich jetzt keine Rekordzeit aufstelle. Da nicht kaputt gegangen, let's go. Natürlich. Ja, denke ich mal mit irgendwie 10 Sekunden Abstand. Ne, nicht 10. Also ich sag mal, mit so 3 Sekunden, 4 Sekunden Abstand ist es der erste Platz. Locker. 5, 6. Jetzt ist der zweite reingekommen. 4 Sekunden Abstand. 1,40 ist eine okaye Zeit. Aber das, was ich jetzt mal angeguckt habe, das war hauptsächlich nicht so super gut. Die super guten Sachen kommen bestimmt aber noch. Dann würde ich aber sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Und ciao.